Wir sind beim Feintuning unserer PS Yamaha R1 angekommen. Wir haben jetzt in einigen Episoden hier ein richtig scharfes Rennmotorrad aufgebaut mit neuer Elektronik, mit anderer Bremsanlage, mit anderem Fahrwerk, mit veränderter Ergonomie. Und jetzt neigt sich das ganze Projekt langsam dem Ende zu. Und es fehlt natürlich noch das Feintuning. Also wir machen letzte Gewichtsoptimierung, letzte Anpassung an der R1, bevor es dann zum Abschlussfazit geht, zum Rundenzeitenvergleich vorher, nachher und so weiter und so fort. Aber jetzt erstmal zu den letzten Schritten, die wir an der R1 noch machen wollen. Die letzten Schritte heißt immer Gewichtsoptimierung. Und Gewichtsoptimierung bei einem Rennmotorrad kann man wirklich auf die Spitze treiben. Man kann es wirklich auch übertreiben. Man kann jede Schraube gegen eine leichtere Titanschraube tauschen und so weiter und so fort. Wirklich bis ins letzte Detail. Und wenn man dann fertig ist, wird man feststellen, dass man wieder von vorne anfangen kann und irgendwo vielleicht noch ein Gramm oder zwei findet. Also Gewichtsoptimierung immer ein sehr spannendes Thema. Zum Glück gibt es allerdings Reglements, die in Rennserien sowas beschränken. Das heißt, bei uns ist es das Reglement des Pro Superstock Cups, in dem die Yamaha R1 ja auch mal bewegt werden soll. Das heißt, ja, wir haben noch ein paar Sachen, die wir machen können. Wir wollen es aber dann auch wirklich im Detail nicht übertreiben, weil wenn wir jetzt auch daran denken, dass das hier ein unkompliziertes Trackday-Motorrad bleiben soll, dann ja, muss man vielleicht auch nicht auf die letzten 3 Gramm schauen. Auf die letzten Kilogramm wollen wir aber auf jeden Fall schauen. Und da ist der einfachste Weg, den wir haben, die Batterie. Ganz einfach, die Batterie. Bei modernen Superbikes, selbst bei einer Yamaha R1, sind nämlich keine Lithium-Batterien verbaut, sondern da ist hier so eine kleine, kompakte Gel-Batterie drin. Die klein, kompakt ist aber schwer. Diese Batterie wiegt 2,1 Kilogramm. Ist für so ein kleines Bauteil eine ganze Menge. Und wir haben uns dazu entschieden zu sagen, die kommt weg und wir tauschen das Ganze gegen eine schicke Lithium-Batterie. Naja, schick, also man sieht sie nicht, sie sieht jetzt vielleicht auch nicht schöner aus, aber sie wiegt nur ein Drittel davon, also sie wiegt nur 700 Gramm. Das heißt, wir haben schon mal 1,4 Kilogramm jetzt gespart, indem wir einfach diese Batterie hier getauscht haben. Das ist auch noch Gewicht, was relativ weit oben liegt. Also ja, eine absolute Empfehlung. Wir haben sie über Renngrip bestellt, hat 130 Euro ungefähr gekostet. Ist auf jeden Fall die Gewichtsersparnis für den Euro relativ hoch, wenn man es mit allen anderen Umbauten auch vergleicht. Gewichtsersparnis, ich habe gerade schon gesagt, hier ist das Gewicht relativ weit oben. Es gibt allerdings eine Art von Masse, die wir noch lieber reduzieren. Und zwar ist das die rotierende Masse. Das heißt, Felgen. Wir haben hier die Original R1-Felgen. Das hier ist die Vorderradfelge, hier vorne liegt die Hinterradfelge. Die sind schön, die sind schick blau, die sind allerdings nicht die leichtesten. Man muss sagen, bei der R1 sind die Originalfelgen schon relativ leicht, aber man kann da noch was rausholen. Also diese Vorderradfelge hier wiegt 4 Kilo, die Hinterradfelge wiegt 5,2 Kilo. Und das Ganze können wir nochmal reduzieren, indem wir Schmiederäder reinbauen. Man kann es jetzt auf die Spitze treiben und Carbonräder verbauen. Ist im Pro Superstock Cup nicht erlaubt, deswegen haben wir OZ-Schmiederäder. Also das ist wirklich edelste Ware, die wir da über Alpha Technik bestellt haben, haben wir verbaut. Und die sind schön schwarz, schaut schön böse aus und die sind nochmal leichter. Hier wiegt die Vorderradfelge dann nur 3,5 Kilo und die Hinterradfelge 4,3 Kilo. Das heißt, wir haben 1,4 Kilogramm rotierende Masse gespart, nur dadurch, dass wir die Felgen getauscht haben. Und das, obwohl die R1-Felgen schon relativ leicht sind. Je älter so ein Motorrad vom Baujahr wird, desto schwerer werden meistens auch die Serienfelgen. Das heißt, wenn man jetzt so ein Anfang 2000er Superbike hat, dann hat man wirklich richtig schwere Felgen, richtig viel rotierende Masse. Und da merkt man wirklich ab dem ersten Meter, wenn man leichtere Felgen verbaut hat. Das wird man bei der R1 auch merken, da bin ich fest von überzeugt. Natürlich nicht in dem Maße, wie wenn man jetzt eine Carbonfelge verbaut hat. Aber man muss sagen, diese Schmiederäder, die sind schon wirklich am oberen Limit, was man diesem Material abverlangen kann, wie leicht man es machen kann. Natürlich ist es immer sinnvoll, einen zweiten Radsatz zu haben. Alleine deswegen ergibt es Sinn,
den Felgensatz, also einen neuen Felgensatz, sich anzueignen, weil dann hat man immer einen zweiten Radsatz, man kann den neuen Hinterreifen gerade schon mal draufziehen auf die andere Felge und muss dann vor Ort beim Trackday in der Mittagspause nicht zum Reifendienst rennen und Reifen wechseln lassen, sondern man kann einfach die Felge umstecken. Weil jetzt die Hinterradfelge natürlich massiv viel schwerer ist als die OZ-Felge, die wir da verbaut haben, haben wir uns überlegt, wir schaffen uns noch eine zweite Hinterradfelge an. Und zwar haben wir uns entschieden, die ist jetzt ein bisschen schwerer gerade, weil ein Reifen drauf ist, die Rim to Turn heißt sie, mal auszuprobieren. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt, also im Großen und Ganzen ist das ein relativ einfaches System. Man hat eine schöne Aluschmiedefelge und wir haben auf beiden Seiten, nichts kaputt machen, so ein Stecksystem. Das heißt, hier haben wir die Bremsscheibe, die gesteckt ist, und auf der anderen Seite ist genauso der Kettenradträger gesteckt. Bedeutet im Umkehrschluss, ich kann die Felge einfach umdrehen. Das ist gerade für Trackday-Nutzer natürlich eine sinnvolle Sache, die sagen, ich möchte meinen Reifen gleichmäßig abfahren, wenn ich jetzt auf dem Sachsenring bin und fahre im Großen und Ganzen den Tag nur links rum und ab und an mal einen kleinen Rechtsbogen oder das Omega natürlich. Dann ist der Reifen natürlich auf der einen Seite mehr beansprucht und Trackday-Slicks kann man oft auch gegen die Laufrichtung aufziehen. Das heißt, da ist diese Rim-to-Turn eine ganz sinnvolle Anschaffung. Für den Rennsport ist das jetzt eher nichts, weil da tauscht man den Reifen dann einfach und macht einen neuen Reifen drauf. Aber für Trackday-Fahrer eine ganz nette Idee, auch wenn diese Felge nicht gerade sehr günstig ist. Also man muss schon einiges an Reifen sparen, bis man das wieder drin hat. Aber sei es drum. Die Felge ist auch insgesamt ein bisschen schwerer als das OZ-Rad. Also es hat 4,7 Kilo am Hinterrad dann. Ist ein bisschen mehr extra Gewicht, aber leichter als die Original-Yamaha-Felge. Deswegen probieren wir die auch mal aus. Ganz wichtig, wenn man die Felgen tauscht, weil ich jetzt hier gerade schon die Bremsscheibe in der Hand habe und den Träger. Hier sind noch so kleine Bohrungen, beziehungsweise ja, mit Gewinde drin. Und da gehört was drauf, da gehört ein ABS-Ring drauf. Und immer daran denken, wenn man einen neuen Felgensatz ordert oder einen zweiten Felgensatz dazu hat, dass man bei modernen Motorrädern die ABS-Ringe entweder sich neue dazu kauft oder man muss sie immer umschrauben, das ist ein bisschen unpraktischer. Aber die ABS-Ringe auf gar keinen Fall vergessen, weil unsere Elektronik braucht die ABS-Ringe. Über die ABS-Sensoren werden die Raddrehzahlen erfasst, das heißt eine Traktionskontrolle braucht ABS-Sensoren. Und das ist extrem wichtig. Wenn man die nicht hat, dann steigt bei der Yamaha die komplette Elektronik aus. Das heißt, auch der Quickshifter zum Beispiel funktioniert nicht mehr. Und die Traktionskontrolle auch nicht. Bei inzwischen 206 PS, vorher 199, möchten wir aber ganz gerne eine Traktionskontrolle haben und wir möchten auch die Kit-Elektronik nutzen können. Das heißt, denkt an die ABS-Ringe. Wenn ihr jetzt sagt, oh nee, mir ist ein neuer Satz Felgen wirklich zu teuer, dann ist es absolut nachvollziehbar. Aber da möchte ich eine Sache noch empfehlen, und zwar gerade für Yamaha-Hinterräder. Also jeder, der bei einer Yamaha schon mal versucht hat, in der Box oder unterm Pavillon das Hinterrad zu tauschen, der kennt das Problem. Da sind so zwei Hülsen rechts und links, die müssen damit eingefummelt werden. Man muss am ABS-Sensor vorbei, man muss die Bremsscheibe entfädeln und dann die Achse durchschieben. Und wenn man das alles irgendwie in Verbindung hat und gerade die Achse reinstecken möchte, dann fällt traditionell eine dieser Buchsen raus. Ist so und ist unfassbar nervig und kann wirklich Zeit und Nerven kosten. Deswegen gibt es für die Originalfelgen von Heel, hier Heel Racing, hier so oder von anderen Herstellern auch, wir haben sie bei Heel Racing bestellt, gibt es hier diese wunderschönen Buchsen. Die werden einfach gegen die Originalbuchsen, also die Originalbuchsen werden gegen diese Buchsen getauscht. Die haben so eine kleine Nut hinten drin, sind nebenbei auch noch ein paar Gramm leichter, aber das macht jetzt den Kohl ehrlich gesagt nicht fett. Die haben so eine kleine Nut hinten drin und das heißt, die kann nicht rausfallen, diese Buchse. Also ich muss mich wirklich anstrengen, um die hier rauszuziehen. Und es macht den Einbau des Hinterrads unfassbar viel leichter, auch weil die hier noch so abgeschrägt sind. Das heißt, das Rad flutscht einfach schöner hinten rein. Ich komme besser am ABS-Sensor vorbei. Ich muss eigentlich nur noch gucken, dass ich die Bremsscheibe eingefädelt kriege und dann funktioniert das, ja, nervenunaufreibender, könnte man sagen. Ja, das war auch schon im Großen und Ganzen das Feintuning, diese beiden Schritte, die wir dann fürs Gewicht gemacht haben. Aber fürs Rennmotorrad, am Rennmotorrad kann man natürlich noch ein paar andere Dinge vereinfachen.
Wir haben letztes Mal die Elektronik geändert, das heißt, wir haben keinen Zündschlüssel mehr, sondern ich hatte da meinen tollen Elektro-Zündschlüssel. Und den Zündschlüssel bräuchten wir theoretisch jetzt noch zum Tanken. Wollen wir aber nicht, weil das nervt und ich den Schlüssel nicht immer dabei haben will und ich den sowieso dann irgendwann verliere oder der in irgendeiner Werkzeugkiste in der Box landet und ich dann mein Motorrad nicht mehr getankt kriege und genervt bin. Deswegen haben wir einen schicken Racing-Tankdeckel von Alpha Technik bestellt, beziehungsweise in dem Fall von Alpha Racing. Der ist relativ einfach zu bedienen, also es ist so ein Bajonettverschluss. Einmal auf, einmal halb drehen, wieder zu. Und ja, das macht den Alltag an der Rennstrecke einfach ein bisschen einfacher. Was den Alltag jetzt nicht unbedingt einfacher macht, aber was ich aber noch nachtragen möchte, wir hatten ja mal die Bremse überarbeitet und haben bei der Zwischenbilanz festgestellt, dass der Druckpunkt trotzdem noch so ein ganz bisschen gewandert ist auf dem Hockenheim IDM-Kurs, die Bremse wirklich extrem belastet. Wir haben jetzt aber von MotoCoach hier noch eine Bremsenkühlung verbaut. Das heißt, es sind einfach hier so Kohlefaserfächer, die einfach an die Bremssattelaufnahme mit dazwischen verschraubt werden, einfach dazwischen gesteckt werden. Und ja, die leiten die Luft, die Fahrtluft zum Bremssattel hin und kühlen so den Bremssattel und das Bremssystem einfach auf der Geraden. Und das soll ein bisschen mehr Standhaftigkeit, Standfestigkeit in die Bremse hineinbringen. Eine Sache, die wir mal ausprobieren wollen, die aus Erfahrung aber sehr, sehr gut funktioniert. Also unsere Cup GSX-R damals hatte das auch und da hatte das wirklich einen guten, einen großen Effekt. Und vielleicht abschließend noch, wo wir gerade hier unten sind. Wir haben die Sturzfestigkeit unserer R1 noch ein bisschen erhöht. Wir haben hier von Alpha Technik bzw. Gilles Teile sind es, haben wir hier nochmal Achsprotektoren verbaut. Die sind ganz einfach festzuschrauben, werden durchgesteckt, festgeschraubt, wiegen nicht viel, können aber im Ernstfall ihre Anschaffung auf jeden Fall wert sein. Die haben wir vorne verbaut, die haben wir auch hinten verbaut. Ja, letztendlich sind die sehr, sehr einfach zu handhaben und auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Und ganz zum Abschluss, wenn wir jetzt nochmal hinten angekommen sind, wir haben auch noch einen Gilles Kettenspanner verbaut, einen Racing-Kettenspanner. Ja, das hat einfach den Vorteil, dass diese Schraube hier ja umschlossen ist von dem Bauteil. Das heißt, der Kettenspanner sitzt auch dann fest, wenn das Rad nicht verbaut ist und da kann nichts wackeln, da rutscht nichts raus. Die Kettenspannung ist trotzdem noch leicht einstellbar und das erleichtert dann wieder die Radmontage einfach und ja, sieht obendrein auch noch schick aus. Ist auch eine Sache, die ich eher nach hinten stellen würde von den Anschaffungen, aber definitiv ist sie sinnvoll und wenn man sie hat, freut man sich auch bei jedem Radwechsel, dass man sie hat. Und damit ist unsere R1 jetzt final feingetuned, zumindest für uns, für unsere Pro Superstock Cup Maschine final feingetuned. Jetzt geht's nach Hockenheim, jetzt geht's an die große Abschlussbilanz und in der nächsten Episode des Tune-Ups schauen wir uns dann an, was hat eigentlich jedes Teil gebracht. Wir fassen nochmal zusammen, was haben wir gemacht. Wir gucken mal vielleicht, wie viel Euro hat jetzt eine gewonnene Sekunde gekostet. Wir rechnen da mal ein bisschen rum. Aber das ist Zukunftsmusik. Das machen wir beim nächsten Mal. Jetzt erstmal danke fürs Zuschauen. Ja, ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal auch wieder zu. Aber bis dahin, macht's gut. Ciao.